Ja. Der Name Sly. Was für eine Ehre. Mein Rubin an der heiligen Maske des Zeitjins? Satya, ich bitte dich. Damit fehlt mir nur noch der Name des Djinns. Als ob ich ihn dir jemals verraten würde. Ach, das brauchst du doch gar nicht. Wir sind hier im Garten des Vergessens. Vergessen? Alles, was hier drin geschieht, wird erst wahr, wenn jemand Satinaf davon erzählt. Meine Dienerin wird einfach behaupten, dass ich dich hier gefunden und gefoltert habe, bis du mir schließlich den Namen verrätst. Kein echtes Blut, nur eine kleine Lüge. Aber in den Augen der Welt eine wahre Lüge. Ich werde diesen Ort verlassen und es wird sein, als hättest du mir den Namen wirklich verraten. Aber psst, das bleibt unter uns. Der blöde Arsch. Ich werde dich finden und ich werde dich vernichten. Ganz bestimmt. Sehr, sehr fragwürdig. Und ich muss natürlich jetzt wissen, was ist denn da? Huscht doch jemand durch das Gäst. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du lässt mich im Stich. Lass uns hier verschwinden. Praktisch. Halt! Eine Bewegung und du bist tot. Klettere zurück in das Loch. Sofort! Du bist ein Straßenmädchen, richtig? Halt den Mund! Ja, bist du. Du bist nicht tätowiert. Kasim hat es schon immer geliebt, mit kleinen, armen Mädchen zu spielen. Halt! Den Mund. Warum zitterst du so? Sollte ich nicht diejenige sein, die Angst hat? Kasim hat gesagt, ich soll dich töten, wenn du nicht gehorchst. Wirklich? Fordere es nicht heraus. Na los, drück ab. Das ist mein letztes Wort. Spring in das Loch. Lüge. Was? Was hast du Satinaf erzählt? Wie hat Kasim mich gefoltert? Ich schieße gleich. Tu es doch. Töte mich. Ich kann nicht. Du hast der Welt erzählt, dass Kasim mich gefoltert hätte und ich ihm daraufhin den Namen des Djinns verriet. Halt den Mund! Halt endlich den Mund! Ich wurde nicht gefoltert. Das kannst du nicht beweisen. Siehst du etwa irgendwelche Wunden? Warum tust du nicht einfach, was ich dir sage? Ah. Du kannst mich gar nicht töten. Jedenfalls nicht hier draußen. Du hast erzählt, ich wäre im Garten gestorben, richtig? Hör auf! Aber wie kann ich dann hier stehen und mit dir reden? Oh. Bei den Göttern. Wo ist sie hin? Satinaf hatte das Mädchen zerfetzt. Er korrigierte damit den Lauf der Dinge. Der Prinz vergaß wieder den Namen des Djinns und Satya war wieder frei. Mein Luftgeist brachte sie auf die fliegende Feste und erstattete mir anschließend Bericht. Obwohl es ihm unmöglich ist zu lügen, riet ich ihm bei seinem Bericht zur Vorsicht. Jedes Ereignis, das sich im Garten ereignet hatte, musste so wahrheitsgetreu wie möglich erzählt werden, um nicht der schrecklichen Logik des Gartens in die Hände zu spielen. Hier endet der Eintrag. Das ist alles? Ganz am Schluss. Auf der letzten Seite steht noch etwas. Was ist das für ein Geschrei da draußen? Ich sehe nach. Schnapp dir das Scheißbuch. Geron! Die Thulamiden wurden im Wald gesichtet. Die Stadt bereitet sich auf eine Hetzjagd vor. Auch das noch.
diesmal stecken die Armee und das Kampfseminar auch mit drin. Kannst du versuchen, sie aufzuhalten? Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke. Noch ein Kapitel. Oh nein. Der ganze Wald wimmelt vor Magiern und Soldaten. Am besten teilen wir uns auf. Wie geht es deinem Flügel? Gut. Gut. Dann kannst du den Wald von oben absuchen. Ich bleibe unten. Unser Treffpunkt ist dann wieder hier. Alles klar? Ja. Hoffentlich finde ich diesen Ort wieder. Nuri, das ist dein alter Wasserfall. Du hast hier jahrelang gelebt. Ach so. Ja, stimmt. Bis gleich. Nicht schon wieder ein Waldlaborant. Ah, gut. Ich fange vorne an. Nichts. Hä? Hallo! Nichts. Die Truppen werden schon wissen, warum sie weiter... Fahi! Wo seid ihr? Nichts. Eda! Habt ihr schon etwas gefunden? In diesem Waldstück? Nein. Wir sind auch gerade erst angekommen. Ursprünglich waren wir zwei Gruppen, die die Waldstücke nördlich und südlich von hier durchkämmt haben. Aber ohne Erfolg. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Nein, Herrin. Er ist nur ein einfacher Bürger. Dann darf ich keine Befehle entgegennehmen. Ich suche den Boten. Er war hier und hat uns aufgetragen, bis auf Weiteres Stellung zu halten. Ist er noch hier? Darüber weiß ich nichts. Viel Erfolg. Bitte sprecht mit meiner Leiterin. Sie kann euch besser helfen als ich. Ist er hier irgendwo? Der Trupp hat das gesamte Waldstück besetzt. Was ist das denn für eine schöne Meldung? Hey! Fahi! Hier sind sie auch nicht. Sie ist zu steil. Da kommt niemand rüber. Irgendwo muss er doch sein. Hier ist er wohl nicht. Sonst... Ritter Zornbold? Ha, wenn das nicht Geron ist. Dich habe ich ja seit letztem Winter nicht mehr gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, war das kurz bevor der Seher verschwand. Wie ist es dir seither ergangen, alter Gauner? Hat deine Gruppe schon irgendwelche Spuren gefunden? Wir wissen, dass die Tulamiden hier einmal von Ost nach West vorbeigekommen sind. Oder von West nach Ost. So genau wissen wir das nicht. Wir können dem auch nicht nachgehen, da uns befohlen wurde, vorerst die Stellung zu wahren. Ich hasse es, untätig herumzusitzen. Ehrlich gesagt kenne ich euch nicht anders. Es gibt neue Befehle. Wie auch immer sie lauten, ich darf von Außenstehenden keine Anweisung entgegennehmen. Nur vom Anführer und dessen Boten. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, damit im Mob kein Chaos ausbricht. Ist der Bote hier? Er war hier. Vielleicht ist er es noch immer. Anders als die Magier kann ich im Dunkeln nicht sehen. Ich suche dann mal was. Gehab dich... Wieder nichts. Muss ich das hier auch nochmal machen? Wieder nichts.
Der Trupp hat das gesamte... Wo ist er? Hallo. Angeblich trägt der Bote eine verzauberte Schriftrolle. Bist du der Bote? Leider. Gerade will ich einfach nur noch schlafen. Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Das geht nicht. Ich habe mich zu diesem Dienst verpflichtet. Ich bringe ihn auch zu Ende. Und solange nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, schaffe ich es auch. Hör auf, hier rumzusitzen. Ich war gerade erst bei allen. Ich habe eine Pause verdient. Was hat es mit der Schriftrolle auf sich? Das ist eine magische Schriftrolle. Die Magier können sie im Dunkeln glitzern sehen und greifen mich da nicht an. Was steht drauf? Nichts. Wichtig ist nur, was ich selbst zu sagen habe. Alle Befehle müssen erst durch mich durch. Das macht mich zu einem der wichtigsten Männer hier. Wenn du so müde bist... Das geht. Ich habe mich zu diesem... So... Dann schlaf mal gut. Ich versuche nicht. Toll. Nichts passiert. Offenbar ist es... Ich bin hier, um sie von ihrer Suche abzuhalten, nicht um sie auszurüsten. Sie ist eindeutig magisch. Nori sollte inzwischen wieder zurück sein. Hast du sie gefunden? Nein. Der Wald ist viel zu groß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir müssen uns beeilen. Du wirst immer mehr zu einem Raben. Du hast sogar fast schon vergessen, wo wir hier sind. Das stimmt doch gar nicht. Da hinten ist meine Höhle. Hier wohne ich. Du wohnst hier schon seit letztem Herbst nicht mehr. Nicht? Nein. Du wohnst bei mir in der Stadt. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich möchte, dass du bei deiner nächsten Runde eine ganz bestimmte Strecke fliegst. Welche denn? Das weiß ich doch noch gar nicht. Beginne am Zeltplatz und flieg dann weiter über den Fluss bis zum Felsen. Anschließend kehrst du... Gut. Geron! In den Ästen eines Baumes sitzt ein kleines Mädchen. Wo genau? In der Nähe vom Fluss. Vor dem Baum stehen ein Mann und eine Frau. Die Frau liest in einer Karte. Darf ich versuchen, sie abzulenken? Versuche es. Gut, bis gleich. Ich habe irgendwas gemacht. Huhu! Habt ihr das gehört? Fangt mich doch, wenn ihr könnt! Lasst euch nicht verwirren. Zwei Männer sollen ihr folgen. Die anderen bleiben hier. Zu Befehl! Sie sind langweilig. Und zwei von ihnen haben mich bis zum Fluss gejagt. Verdammt! Bitte! Nori... Kannst du versuchen, den Such... Geron, sie lassen sich nicht. Es sind zu... Okay, dann gucke ich da nochmal vorbei. Was war denn das? Hey! Nee. Hier sind sie. Nori sagte, Fahis Tochter versteckt sich. Ich kann das allerdings nicht nachprüfen, solange ich... Eda! Ich suche den... Er... Ist er noch... Darüber weiß ich. Es gibt... Junge, ist dieser Mann der Bote? Nein, Herrin.